Gegenüber der städtischen Duma zweigt links vom Newski-Prospekt die kurze Michailowski-Straße ab. Sie verbindet die Hauptstraße der Stadt mit dem Michaelsplatz, der als bemerkenswertes architektonisches Ensemble zu bezeichnen ist. Bewegt man sich vom Newski in Richtung Michaelsplatz, so schließt sich die Perspektive mit dem Gebäude des Michaelspalais. Die Planung der Straße mit dem soeben beschriebenen Effekt geht auf den Architekten Rossi zurück. Im Norden wird der Michaelsplatz von dem prächtigen Bau des früheren Michaelpalais begrenzt, das von 1819 bis 1825 unter Rossi im Auftrag Alexander I. für seinen Bruder, den Großfürsten Michael, im klassizistischen Stil erbaut wurde. Das Palais ist in der Art eines Landschlosses angelegt, mit grünem Ehrenhof vor der Fassade. Die Hauptfassade ist mit 20 Pfeilern und einem Fries aus 44 Basreliefs geschmückt. Zu beiden Seiten der breiten Treppen stehen Bronzelöwen. Das schmiedeeiserne Gitter, das den Ehrenhof von der Straße trennt, ist neben dem Gitter des Sommergartens ein weiteres Beispiel für die Kunstfertigkeit der damaligen Meister. Nach dem Tode des Großfürsten Michael und seiner Frau Helene verfiel das Palais, bis Alexander III. Das Gebäude wieder zum Leben erweckte, indem er hierin das Russische Museum eröffnete. Heute eine der größten Sammlungen russischer Kunst. Der Gebäudeflügel links, der sich in Richtung des Griboyedow-Kanals erstreckt, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts hinzugebaut. Der Flügel rechts wurde um dieselbe Zeit im neoklassizistischen Stil für das Völkerkundemuseum Russlands gebaut. Die Südseite des Michaelsplatzes selbst nimmt eine Seitenfassade des Grand Hotel Europa ein, während sich rechter Hand das Gebäude befindet, in dem bis zur Revolution die Adelsversammlung tagte. Heute ist darin der große Saal der Philharmonie untergebracht, aus dem am 9. August 1942 in den schweren Tagen der dreijährigen deutschen Blockade von Leningrad die Uraufführung der 7. Symphonie, der Leningrader Symphonie von Dmitri Schostakowitsch übertragen wurde, die er während der Besatzung für Leningrad und seine leidende Bevölkerung komponiert hatte.
Bemerkenswert ist das in einer Grünanlage im Zentrum des Platzes stehende Denkmal für den großen russischen Poeten Alexander Puschkin, das 1957 von Annie Kuschin entworfen wurde und dem Platz einen ganz besonderen Charme verleiht. Seite des Platzes befindet sich das kleine Oper- und Balletttheater, das den Namen des russischen Komponisten Mussorgski trägt. Die Fassade des Theaters wurde wiederum von Rossi gestaltet. St. Petersburg mit seinen architektonischen Ensembles hinterlässt in den Gedanken eines jeden Besuchers eine Spur von Wehmut über den Glanz und die Schönheit der vergangenen Epochen. Doch zugleich verspürt man Freude, noch heute einen Hauch dieser großen Vergangenheit erhaschen zu können.